irgendwann in der 78. oder so kriegt unser Athletiktrainer Bescheid, dass Luki und ich uns zur Bank bewegen sollen, weil wir reinkommen. Und natürlich sehr gefreut innerlich. Und ja, darauf habe ich hingearbeitet. Man stellt sich ja immer dann irgendwie so vor, wie so ein Comeback aussehen könnte. Und ja, dass wir dann am Ende gewonnen haben, das zählte dann einfach für mich. Und deshalb war es für mich echt ein super Abend und ich war sehr, sehr glücklich. Also letzten Endes ist es ja das, worauf ich dann ja auch meine Motivation ziehe, zum großen Teil. Und unser Anspruch ist es immer in der medizinischen, athletischen Abteilung eben, dass die mindestens so gut wieder zurückkommen, wie sie reingegangen sind, in bestimmten Bereichen sogar besser. Und wenn man das dann erkennt, dann ist es natürlich auch eine Bestätigung der gesamten medizinischen, athletischen Arbeit. Die Verletzung war natürlich sehr, sehr unglücklich. Es war ein schwerer Knochenbruch letztendlich. Und mit dem Ablauf danach waren wir schon zufrieden. Es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Jumbo hat natürlich auch super mitgemacht in allen Teilen von der Operation. Direkt die Reha danach. Wir haben wirklich schon im Krankenbett letztendlich mit der Reha begonnen, dann im Athletikum. Tut schon weh, wenn man dann die Jungs alle spielen sieht. So. Man sitzt da. Ich versuch's das jetzt nochmal. Also bei uns ist das immer so, wenn Langzeitverletzte die Rehabilitation beginnen, dann ist es so, dass die den ersten Teil erstmal ausschließlich im UKE Athletikum betreut werden, unter täglicher ärztlicher, physiotherapeutischer Kontrolle. Dort erhalten sie eben den Arztkontakt, die Physiotherapie und das Training. Ja, die Anfangsphase war nicht ganz so leicht. Mir war klar, jetzt, dass passiert ist und ich da auf dem Trainingsplatz lag, dass ich länger ausfallen werde, war mir direkt klar. Ich hatte ziemlich starke Schmerzen und einfach durch die Schmerzen war die Anfangszeit ziemlich schwer. Dass es so lange dauern wird, das war mir klar und das war gar nicht das größte Problem, sondern eher wirklich die Schmerzen. Und als sie dann nach 2-3 Wochen weniger wurden, dann ging es langsam bergauf. Das Derby direkt danach am Millerntor, als die Jungs dann alle mit meinem Trikot sich warm gemacht haben. Das waren echt tolle Momente und so ging es mir dann in der schweren Zeit doch ganz gut eigentlich. Ist okay? Ja, ist gut. Und Niki, gut aus. Ja, ist gut. Dein Level, angenehm, 8 Minuten, wie du möchtest. Ja, das ist 5. Genau. Im Moment geht es mir sehr gut. Keine Schmerzen mehr. Was macht der Heilungsprozess? Ja, ich denke, ich bin im Soll. Also es sieht gut aus. Ich kann schon wieder ohne Krücken gehen. Und ja, wie gesagt, die Schmerzen sind weg. Bei den meisten Sprunggelenksverletzungen dieser Schwere ist es so, dass man erstmal das Körpergewicht wieder frei auf beide Füße verteilen darf und das auch wieder lernt. Das heißt, das Gangbild ist sicherlich so ein funktionelles Muster, das erstmal wieder erlernt werden muss. Und wenn das geschafft ist, ist es schon mal ein Meilenstein. Ich war mit Sebastian noch im Schwimmbad eine Zeit lang. Da habe ich nämlich dann gehen gelernt. Dann sind wir hier irgendwo in Lurup oder so, in so einem Becken gegangen und dann haben wir da geübt, wie man wieder geht. Ja, schon verrückt, wieder komplett lernen zu gehen so nach so einer Verletzung. Ein bisschen folgen.
Bei Jumbo war es ja so, dass er durch die Prozedur auch der Platte und so weiter, die er dann da drin hatte zur Fixierung von Wadenbeinen, dass er einfach Probleme hatte mit der Mobilität des Sprunggelenks. So, und das beeinträchtigt natürlich zwangsläufig auch den Laufstil und das Bewegungsmuster im Sprunggelenk beim Laufen und beim Gehen. Und damit war eigentlich so das unser Hauptknackpunkt, an dem wir auch lange daran zu knabbern hatten, dass er sauber laufen konnte. So, und als das geschafft war und er in seinen Bewegungsablauf wieder reingehen konnte, weil darauf baut letzten Endes ja alles auf, sagte sogar der Name Fußball, dann haben wir da wirklich den zweiten großen Meilenstein geschafft. Pause. Boah, mein Buch. Gut. Es ist definitiv ein richtiges Teamwork. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du ein großes Team hast, wo jeder auch seine Spezialitäten hat, um eben bestmöglich die Spieler betreuen zu können. Es geht letztendlich los von der Diagnostik natürlich. Wir arbeiten da mit Radiologen im UKE zusammen, die uns höchstmöglichst aufgelöst die erstmal Ergebnisse der Bilder. Wir fangen davor schon sogar an, hier am Feld, am Platz mit Ultraschallgeräten zu arbeiten, um möglichst schnell festzustellen, was hat der Spieler für eine Verletzung. Dann besprechen wir das wiederum im Team, machen einen Plan, wie geht's weiter, muss er operiert werden, wird es konservativ behandelt, ist es vielleicht nur eine kleinere Verletzung, dann wird es eher hier im Stadion behandelt durch unseren Reha-Trainer, hier Sebastian Kapell, und durch die Physiotherapeuten ist es eine größere Verletzung. Dann gehen die Spieler oft erstmal ins UKE Athletikum, um da den Start ihrer Reha zu machen. Und das muss natürlich auch alles vernetzt werden, dass auch viel kommuniziert wird und dass jeder immer auf dem aktuellen Stand ist. Wie geht es dem Spieler, wann kommt er zurück und was muss noch getan werden? Jumbo war eigentlich derselbe Reha-Typ, was er auch vorher für ein Spielertyp war, im gesunden Zustand. Ein sehr, sehr fleißiger Mensch. Also auch schon vor seiner Verletzung war er immer extrem häufig im Kraftraum anzutreffen, hat seine Routinen gemacht. Also geplant war, dass ich irgendwann Ende März, Anfang April wieder einsteige. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal Teile vom Mannschaftstraining Ende Februar wieder mitgemacht habe. Und ich war dann auch im März, ja, und unser letztes Spiel vor der Corona-Pause war ich auch das erste Mal wieder im Kader, und das ging doch echt relativ schnell, und aber vor allem auch ist alles echt super ausgeheilt, und kann ich mich an dieser Stelle nochmal bedanken bei allen, die da mit dran gearbeitet haben, und heute geht's mir gut, mein Fuß ist wieder stabil.